Hallo, ihr lieben Leute. Ich wollte euch einen schönen Valentinstag wünschen. Verbringt einen ganz tollen Tag. Und bei mir ist es so, ich habe heute auch noch Geburtstag zusätzlich. Wir waren heute auch schon mit der ganzen Familie beim Chinesen. Schön beim Buffet, haben wir uns alle schön den Bauch vollgeschlagen. Und ich habe auch ganz viele Geschenke abgestaubt. Davon wollte ich euch einmal welche zeigen. Zum Beispiel habe ich von meinem Freund schöne Ohrringe von Swarovski bekommen. Die habe ich einmal auch drin. So schöne Sternchen. Und dann habe ich auch noch eine Kette bekommen. Die ist ganz toll. Die ist so schön und die funkelt so toll. Und dann habe ich auch noch so ein Funkeloutfit an. Die ist auch ganz toll mit Sternchen. Ich bin heute eine richtige Glitzertante. Mein Make-up ist auch voll schön glitzerig, wie man es von mir immer kennt. Das mit dem Max in der Feller einmal hier außen so schattiert. So, dann wollte ich euch einmal zeigen. Von meiner Mama habe ich das bekommen. Ganz tollen Anhänger. Der sieht einmal so aus. Der ist voll schön. Ein ganz toller Glücksbringer. So, passend zu meiner Sternchenkette. Und mein Sternchenohrring habe ich auch noch das Armband oben. Das ist auch von Swarovski. Da habe ich ein richtiges Komplett. Kette, Ohrringe und Armband. Voll schön. Dann habe ich noch gekriegt einen Douglas-Gutschein. Ganz viele Douglas-Gutscheine. Die habe ich mir auch gewünscht. Ich möchte mich unbedingt von Douglas haben. Den MAC Flutline Black Track, den möchte ich unbedingt mal ausprobieren. Dann habe ich noch von meiner Schwägerin gekriegt. Voll niedlich, da ich immer so gern rosanes Auto haben möchte. Aber Auto kaufen ist irgendwie nicht. Da habe ich ein kleines Bobbycar von Kitty. Ist das nicht süß? Das habe ich gekriegt. Oh, das finde ich so niedlich. Meine Schwägerin weiß genau, was ich für ein Kitty-Spleen habe. Und dann haben wir noch von dem Chinesen, wo wir eben waren zum Buffet. Da habe ich auch ein Geschenk bekommen. Da hatte ich, was denn da für ein Schnäpschen drin? Schnapsflasche. Da habe ich echt eine Vase bekommen. Die sieht einmal so aus. Voll eigentlich das schöne Geschenk. Bei dem sind wir auch ganz gut bekannt, bei dem Chinesen. Habe ich noch eine schöne chinesische Vase bekommen. Dann habe ich noch so einige Kleinigkeiten bekommen. So eine rosane Flauschdecke von meiner Mama. Und noch ganz viel Douglas-Gutscheine. Die habe ich jetzt aber nicht alle hergezeigt. Voll schön. Ich mag ja so gern Glitzersachen. Die Ohrringe finde ich echt toll. Die Kette ist auch so schön. Die zeige ich nochmal. Meine Schwiegermama hat mir noch voll den schönen Kuchen gemacht. Der ist echt Herzchenform, natürlich in Pink für mich und mit so schönen Rosenblüten drauf. Da hat sie sich richtig Mühe gegeben. Nur für mich zum Valentinstag. Da ich so pink bin und bin, den möchte ich am liebsten gar nicht essen. Der sieht so schön aus, da blende ich nochmal ein Foto von ein. Ja, wie ist es euch so ergangen heute? Habt ihr was Schönes gekriegt von eurem Lebenspartner, von eurem Freund? Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich werde eigentlich immer um ein Geschenk betrogen, weil ich immer schon Geburtstag hatte zum Valentinstag. Ich kriege nie irgendwie ein Liebesbriefchen oder eine Rose extra. Schade. Echt schade. Aber ich kriege ja mal schön viele Geschenke. Jo, dann wünsche ich euch noch einen ganz tollen Tag. Verbringt einen schönen Tag mit eurem Freund, Freundin, wie auch immer. Und ja, bis zum nächsten Video. Tschüss! Outfit of the Day Video folgt auch noch. Tschüss! So ein Glücksbringerchen. Nein!
Jetzt ist er auch noch runtergefallen. Oh Mann. So viel Pech kann man ja gar nicht haben. Toll auch.